Gentlemen, was Sie jetzt sehen, wurde noch niemals außerhalb Chinas gezeigt. Es handelt sich dabei um die weltberühmten Wandteppiche aus der Ming-Dynastie. Oh. Oh. Diese unschätzbaren Kunstwerke werden von dem modernsten Sicherheitssystem der Welt bewacht. Falls sich jemand diesen Schätzen nähert... Naja, das hier ist ja nun wirklich das Letzte. Soll das heißen, dir gefällt dein Bild für den Fotowettbewerb nicht? Nein, mein Bild ist ausgezeichnet. Aber dieses blöde Entwickeln lässt meine armen Fingernägel um Gnade winseln. Ich glaube, das ist genau, was man unter ein Opfer für die Kunst bringt, versteht? Hey! Oh, das tut mir leid. Ich wusste nicht, dass ihr gerade beim Entwickeln seid. Gut gemacht, Mandy. Du hast unsere Fotos total ruiniert. Na, was macht das für einen Unterschied? Bei der Jury hätten eure Amateurschnappschüsse im Vergleich sowieso keine Chance gehabt. Ach ja, was macht dich denn da so sicher? Die Tatsache, dass ich ein Siegertyp bin, Sam, und ihr drei die totalen Loser. Aber keine Angst, das hat doch auch Vorteile. Ich winke euch huldvoll von der Bühne zu, wenn sie mir den ersten Preis überreichen. Tata! Das ist ja sowas von unfair. Sie hat unsere Bilder doch mit Absicht ruiniert. Natürlich wird sie jetzt diesen blöden Wettbewerb gewinnen. Nicht, wenn wir es noch verhindern können, Mädels. Na, wie denn? Indem wir die belichteten Bilder Direktorin Jenkins zeigen. Sie wird sich sehr für unsere Geschichte interessieren. Wer immer diese Whoop-Verschwindibus-Maschine entworfen hat, sollte noch mal ein paar Nachhilfestunden nehmen. Dies ist die Sicherheitskopie eines Bandes, das den jüngsten Kunstdiebstahl dokumentiert. Der Raub der Wandteppiche aus der Ming-Dynastie. Wieso sollte denn jemand ein paar hässliche Fußabtreter stehlen? Jeder dieser hässlichen Fußabtreter ist mehr als 1000 Jahre alt und hat einen Schätzwert von mehr als 10 Millionen Dollar. Verstehe, also sind es kostbare hässliche Fußabtreter. Wie man auf dem Videoband sieht, wurde jeder Diebstahl von einer geheimnisvollen Windhose begleitet. Die Kunstwerke haben sich in Luft aufgelöst, ohne Spuren zu hinterlassen. Die Kunstszene ist wegen der Diebstähle heillos zerstritten. Einige Staaten beginnen, sich gegenseitig anzuklagen. Und wie können wir jetzt helfen? Eine bevorstehende Nur-für-Millionäre-Kunstauktion, veranstaltet von der spanischen Königsfamilie, ist wahrscheinlich das nächste Ziel der Diebe. Sie sollen dort als wohlhabende Undercover-Kunstkenner auftreten. Oh, wir als Undercover-Millionäre? Das ist total cool! Fliegen wir dann auch erste Klasse? Sowas Ähnliches. Die unruhige Reise, aber wir mussten sie so schnell wie möglich zur Auktion befördern. Und nun zu ihrer Ausrüstung. Diesmal bekommen sie für ihre Mission beleuchtete Stirnbänder, tragbare Journalistenrekorder mit besonderer CD-Funktion, eine Haarnadel mit ausziehbarem Hochsprungstab, drei Paar Handschuhe mit Saugvorrichtung und spezielle Schutzgürtel. Ich traue mich kaum zu fragen, aber wie kommen wir eigentlich von hier oben nach da unten? Oh, das ist ziemlich unkompliziert. Wir starten einfach den Stufe 2 Abtrennvorgang. Was bedeutet denn dieser komische Stufe 2 Abtrennvorgang? Ich bin froh, dass Sie danach fragen. Das hier. Behalte deine Fragen das nächste Mal für dich, Alex! Na, das ist ja wirklich...
endlich mal eine schicke Gartenparty. Aber denk dran, jeder dieser Millionäre könnte der Dieb sein, also seid wachsam. Schließlich würde niemand vermuten, dass einer dieser reichen Snobs Kunstwerke stiehlt, die er auch kaufen könnte. Wenn wir eine Liste dieser potenziellen reichen Nichtsnutze aufstellen, würde ich gern Mandys Namen ganz oben auf die Liste setzen. Mandy muss warten, bis wir unsere Mission erfüllt haben. Zuerst spionieren wir mal ein bisschen. Oh ja, Darling, aber selbstverständlich. Die Königsfamilie begrüßt Sie zu unserer 17. jährlichen Herbstauktion. Entschuldigung, einen Moment, bitte. Nun zu unserem ersten Gebot. Die berühmte Vase für den unbekannten Soldaten von Carlos Carmelita. Wir starten bei $500,000. Und bietet jemand 500.000? Wir haben 6. Wir haben 600.000. Hören wir ein Gebot über 7? Wer trägt denn hier dieses Parfum? Der viel zu stark. Das führt bei mir zu einem Geruchsnerveninfarkt. Oh. Konzentrier dich aufs Wesentliche. Der Dieb kann jeden Augenblick zuschlagen. Wir suchen noch jemanden mit 700.000. Ansonsten 600.000 zum Ersten. Alles, was ich sage, ist, dass es schwer ist, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, wenn man diese Gerüche einatmen muss. Und da haben wir endlich jemanden. 700.000. Bietet jemand 8? Also 700.000 zum Ersten, 700.000 zum Zweiten und zum Dritten. Die Vase geht an die Lady in der zweiten Reihe. Ich glaube fast, wir haben unsere Missionsetat gesprengt. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Stück. Bernardo Vasco da Gamas letztes Werk. Die weltberühmte Don Quixote-Statue. Wir beginnen die Auktion für da Gamas letzte verbliebene Marmorschöpfung bei 5 Millionen. Oh nein. Ich würde sagen, jetzt sind wir dran, Melitz. Merkwürdig, diese Statue ist einfach verschwunden. 300 Kilo schwere Statuen verschwinden nicht einfach. Und ich wette, dieses pudrige Zeug hier ist ein Teil des Rätsels Lösung. Hast du noch was vor? Hier kann man gar nichts erkennen. Schalt unsere Stirnbänder ein. Mann, sind diese Höhlen muffig. Es wäre keine schlechte Idee, hier mal ein Fenster aufzumachen und zu lüften. Also wisst ihr, auch als Verbrecher könnt ihr ruhig die Verkehrsregeln beachten. Gefahrenverzug, Kunstdiebstahl, offizieller Polizeieinsatz oder sowas ähnliches. Okay! Wir sind gleich wieder da! Wahrscheinlich. Entschuldigung! Nette Blutköpfe! Die Sie an beiden Orten gefunden haben, stammen aus einer explosiven Verbindung, die bei Zaubertricks verwendet wird. Dann hatte Alex also wahrscheinlich gar keinen Unfall, sondern alles war nur ein Trick und es geht ihr gut? Alle Hinweise deuten darauf hin. Und was den Fallschirm und die Tornado-Illusionen angeht, so scheint es, als dass das alles Tricks waren, die dem berühmten Zauberer der große Kandinsky zu Weltruhm verholfen haben. Dann sollten wir diesem Kandinsky doch mal einen Besuch abstatten und nachsehen, ob bei ihm nicht zufällig ein paar neue Bilder rumhängen. Das ist leider nicht mehr möglich. Er starb vor ein paar Jahren bei einem Schiffsunglück. Na toll, dann können wir diese Spur ja in die Spuren, die ins Leere führen, Ablage einsortieren. Nicht unbedingt. Sein Enkel hat das Familienschloss als eine Art Andenken an seinen Onkel dem Publikum geöffnet. Vielleicht können Sie ja bei ihm etwas Interessantes erfahren. Das hört sich doch gut an. Jeder andere Ort ist besser als diese schnarchige Siesta-Stadt. Okay, vielleicht nicht gerade jeder andere Ort. Hallo, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Hallo, ich bin Samantha Simpson vom Abracadabra-Magazin. Meine Kollegin Clover und ich recherchieren gerade für eine Serie über die größten Zauberer der Welt. Könnten wir Ihnen ein paar Fragen über Ihren Großvater stellen? Bitte, das wäre wirklich wahnsinnig nett von Ihnen. Aber sicher, kommen Sie doch rein. Das hier waren vielleicht seine berühmtesten Bühnenillusionen. Der genagelte Sarg und die schreckliche Guillotine.
Gibt's die zu kaufen? Die schneidet besser als mein Küchenmesser. Hey, die Uhr ist ja cool. Das ist die Hypnoseuhr meines Großvaters. Man sagt, sie würde nach nur einer Schwingung jeden in Trance versetzen. Hokus pokus Rochenrachen, Zeit für dich jetzt aufzuwachen. Das ist der Spruch, der einen wieder aufwecken soll. Irgendwie ganz schön dämlich, oder? Ja, irgendwie schon. Naja, egal. Unsere Leserschaft würde viel mehr interessieren, was für Tricks hinter den berühmten Kandinsky-Zaubereien stecken. Zum Beispiel das Geheimnis hinter dem Tornado oder die Fallschirmillusion. Was für eine Art Reporter sind Sie eigentlich? Was? Jeder wirklich Zaubereibegeisterte weiß, dass große Magier niemals ihre Tricks verraten. Es tut mir sehr leid, aber ich muss Sie bitten, jetzt zu gehen. Es hat mich auch gefreut, Sie kennenzulernen. Kann es sein, dass es ganz schön kalt geworden ist? Naja, auf jeden Fall ist es hier draußen noch ungemütlicher als drinnen. Du sagst es, lass uns so schnell wie möglich weg von hier. Da unten sind ja echte Krokodile. Sammy, hilf mir! Okay, damit sollten wir auch diese Brücke überwinden können. Halt mich für verrückt, aber ich habe das komische Gefühl, dass jemand aus diesem Schloss über unseren Besuch nicht gerade erfreut ist. Genau dieses Gefühl habe ich auch. Was hältst du davon, wenn wir einen kleinen nächtlichen Spaziergang unternehmen und mal überprüfen, was unser Mr. Gregor so zu verstecken hat? Also dann gibt es jetzt anscheinend gar keinen Weg ins Schloss mehr. Kein Problem, wir haben ja noch unsere ausziehbare Haarnadel. Erinnere mich dran, Jerry zu bitten, das nächste Mal etwas breitere Nadeln zu besorgen. Hier sieht alles ziemlich verrammelt aus. Naja, macht nichts, dann müssen wir eben diesmal den Fahrstuhl benutzen. Fahrstuhl? Clover, geht's dir gut? So gut, wie man sich fühlen kann, wenn man an einem Freitagabend ziemlich unsanft in einem unheimlichen Spukschloss in Transsilvanien gelandet ist, während die allerbeste Freundin immer noch verschwunden ist. Verstehe. Aber jetzt sollten wir uns hier umsehen. Wonach suchen wir eigentlich nochmal? Nach allem, was dieser Gregor für uns verstecken will. Was ist mit dieser Tür da? Bitte-nicht-stören-Schild! Da könntest du recht haben, aber vielleicht gibt es ja hier noch eine andere Tür. Kurze Nachricht an Gregor, hier könnte öfter mal sauber gemacht werden. Eine von uns sollte besser mal den Inhalt dieser Kiste überprüfen. Besser ist es. Stein, Schere, Papier? Das ist doch der Rennanzug, den der Motorradfahrer getragen hat. Gregor, du bist sowas von geliefert! Weißt du was? Mir reicht es für heute mit diesem Hokuspokus. Clover, bist du das? Alex! Oh, sie lebt! Halte durch, Alex! Vielleicht sollten wir es mal hiermit versuchen. Das wird ja auch langsam mal Zeit. Was ist denn nur passiert? Was? Wohl, der Dieb hat mich gekidnappt. Und daneben hatte er noch Zeit für was anderes. Die gestohlenen Kunstwerke. Also, wenn Sie keine Journalisten bei einer Zeitschrift sind. Journalisten bei einer Zeitschrift? Schnell, seht nach, ob es noch einen anderen Weg nach draußen gibt. Wer ist denn der Schrat? Na, der Dieb natürlich. Der Dieb? Nein, Gregor ist doch der Dieb. Wer ist denn Gregor? Dieser gewisse Gregor ist mein Enkel. Aber Großvater, du lebst ja. Genau so ist es, mein Junge. Der große Kandinsky lebt. Wieso tust du das denn alles, Großvater? Sie wissen zu viel, mein Junge. Sie hätten schon einmal fast meine Pläne durchkreuzt. Mit anderen Worten, wir, die Guten, haben versucht, den Bösen, deinen Großvater, daran zu hindern, berühmte und sehr teure Kunstwerke
Kunstwerke zu stehlen. Und deswegen hat er versucht, uns an die Krokodile im Burggraben zu verfüttern. Was, Krokodile? Kunstwerke stehlen? Worüber reden die überhaupt? Darüber, dass ich versuche, mir das zurückzuholen, was mir gestohlen wurde. Weißt du, ich war der unbestritten beste Zauberer der Welt, bis jemand meine Geheimnisse verraten hat. Ich verschwand damals lieber, als meinem Ruin zuzusehen. Aber jetzt bin ich zurückgekommen, um allen zu beweisen, wer der größte Magier aller Zeiten ist. Hilf mir dabei und wir werden zusammen die großen Kandinskis sein. Das ist total durchgeknallt. Lass die Mädchen gehen. Wie du willst. Nimm die hier und befrei sie. Wirst du mir jetzt helfen, Gregor? Ja, Großvater. Auf Wiedersehen, Ladies. Wir müssen jetzt leider los, um ein Flugzeug samt seinem unschätzbaren Inhalt auf mysteriöse Weise vom Himmel zu zaubern. Und das soll auf Deutsch heißen? Die weltberühmte König-Tut-Sammlung befindet sich gut bewacht in einem Flugzeug auf dem Weg nach New York. Der große Kandinsky wird verhindern, dass sie ihr Ziel erreicht. Ja, Großvater. Seinen eigenen Enkel hypnotisieren? Ich bitte euch, das ist ja so 80er-mäßig. So, habt ihr vielleicht eine Idee, wie wir aus diesem Schlamassel wieder rauskommen? Dieses Pendel ist so verdammt scharf, das würde glatt alles durchschneiden. Das ist ja toll, dass du uns so richtig Mut machst. Nein, ich meine, dass es auch Ketten zerschneiden kann. Clover, kannst du mit deinem Kopf mein Haarnadelset erreichen? Ja, ich glaube schon. Gut. Also, dann aktiviere es bei 3 und hört auf meine Anweisung. 1, 2, 3. Und jetzt haltet eure Ketten nach oben. Schnell, ihr müsst euch wegräumen, bevor es zurückkommt. Kurze Nachricht an mich. Sich von Tischen zu rollen, schadet auf Dauer dem Hinterteil. Jerry, wir brauchen schnellstens ein Flugzeug. Wann sehen wir denn endlich dieses Tut-Flugzeug? Ich würde sagen, ja! So, und jetzt geht's ein bisschen nach draußen. Draußen? Heißt das, wir müssen aus dem Flugzeug raus und hunderte Meter in die Tiefe springen? Aber nein, Dummerchen, wir haben doch nur eine Strickleiter. Das sind höchstens 20 Meter. Sam, wäre es denn nicht viel besser, dem Flugzeug zu folgen, bis es landet? Dann hätte Kandinsky zu viel Zeit, seine Pläne zu verwirklichen. Habt ihr 2 eure Saughandschuhe an? Natürlich! Okay, dann spring ich zuerst. An der Saugvorrichtung müsste noch gearbeitet werden. Jugend vor Schönheit? Nein, die Ältere zuerst. Wie wär's mit Stein, Schere, Papier? Ich hoffe, dieser Tourtyp weiß es zu würdigen, was wir für ihn tun. Diese Kunstwerke hier riechen ja wie alte Socken. Kommt jemand? Der Eroberer inspiziert seine Beute. Der große Name Kandinsky wird in die Geschichte eingehen. Ja, Großvater. Oh, nicht so voreilig, Alterchen. Jetzt hat sich's ausgezaubert, Kandinsky. Kaum ist er da, schon ist er weg. Wie konnte er denn... Dieser Typ gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Zeit für Ihre letzte Verbeugung, großer Zaubermeister. Nein, es ist Zeit, dass ihr 3 jetzt endlich zerquetscht werdet. Abracadabra! Ganz schön verzwickte Situation. Irgendwelche Ideen? Ja, ganz schön verzwickt, aber nicht aussichtslos. Nehmt eure Saughandschuhe raus und haltet euch fest! Lass ihn los! Der Kerl macht doch nur Ärger! Nur wenn er hypnotisiert wurde. Ansonsten finde ich ihn eigentlich ganz süß. Kaum ist er da, schon ist er weg! Pokus, Rochenrachen, Zeit für dich jetzt aufzuwachen. Hey, komm schon, wach doch endlich auf. Vielleicht musst du mit den Fingern schnipsen. Ah, oh, guter Tipp. Wie bin ich denn hier nur raufgekommen? Mit dir? Einfach Glück gehabt.
nette Fotos, Mädels. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und das ist auch gut so, weil von euch ja sonst nichts Vernünftiges zu hören ist. Das ist total unfair. Wir retten die Welt und hier, in unserer eigenen Schule, zerstört so eine dahergelaufene Kuh unsere Bilder und kommt damit auch noch durch. Wir können nichts dagegen tun, Alex. Sag das nicht. Wenn die Jury hier vorbeikommt, dann erzähle ich denen die ganze Geschichte mit der Dunkelkammer. Aber wir können es nicht beweisen. Ich werde mir schon was ausdenken. Sind diese Bilder nicht richtig belichtet worden? Ja, und der Grund dafür ist, dass... Eine wirklich einzigartige Präsentation, Fehler hervorzuheben, anstatt sie zu verstecken. Ich glaube, wir haben unsere Gewinner. Wir haben gewonnen? Aber wie konnte das nur passieren? Meine Fotoarbeiten wurden doch vom international bekannten Fotografen Danny Lebowitz beaufsichtigt. Ein technisch gesehen durchaus begabter Fotograf, aber ansonsten nur Durchschnitt. Wie ihre Bilder. Der erste Preis geht an Alex, Clover und Sam, deren außerhalb der Dunkelkammer-Entwicklung eine Kreativität zeigt, die von uns belohnt werden musste. Das ist so unfair!